eToro präsentiert den Spieltagscheck. Moin und hallo, herzlich willkommen zu unserem eToro Spieltagscheck vor der anstehenden Auswärtspartie bei Holstein Kiel. Heute bei uns mit an Bord ist Joscha Wagnumann. Josch, wir begrüßen dich, schön, dass du dabei bist. Moin. Na? Ja, wir freuen uns erstmal natürlich nicht nur, dass du hier wieder dabei sein kannst, sondern dass du dein Comeback auf dem Rasen gefeiert hast. Wie hat es sich jetzt in den vergangenen Wochen für dich wieder angefühlt? Ja, ich denke, nach so langer Zeit, denke ich, tut es auch wieder gut, mal wieder auf dem Platz zu stehen mit der Mannschaft. Und ja, hat Spaß gemacht jetzt wieder das letzte Spiel und hoffe, dass es so weitergeht jetzt. Du hast schon angesprochen, das letzte Spiel, das war gegen Aue. Über 90 Minuten hast du auf der linken Seite wieder geackert. Wie hast du das Spiel erlebt und wie wichtig hast du es am Ende eingeschätzt? Ja, ich würde sagen, verdienter Sieg auf jeden Fall. Dominierende Mannschaft waren wir und ja, spielerisch haben wir es, denke ich, auch sehr gut gelöst. Und ja, so können wir weitermachen und mit der Leistung. Aue scheint ja für dich ein besonderer Gegner zu sein, weil du damals dein erstes Profitor erzielt hast, ebenfalls bei einem 4:0. In der 70. Minute hattest du wieder die Möglichkeit, hattest einen sehr, sehr guten Abschluss, der knapp über die Latte ging. Ein bisschen zu viel Rückenlage oder wie fiel die Analyse aus? Du hast dich ja sichtbar geärgert. Ja, ein bisschen den Ball in dem Moment unterschätzt. Ein bisschen zu leicht gewesen für mich so. Und dann ist er halt leider knapp drüber gegangen, anstatt rein. Ja, ärgerlich. Dafür konntest du kurz darauf für Ludo die Vorlage im Doppelpass liefern zum 4:0. Sind Vorlagen dann für dich gleichbedeutend? Freust du dich einfach, ein Teil des Siegs sein zu können? Nicht nur die 90 Minuten, sondern auch in der Statistik? Ja, natürlich. Also denke ich, dass die Vorlage jetzt auch was Schönes ist. Ist auch mein erster, glaube ich, jetzt die Saison. Und ja, ich versuche mein Bestes zu geben, um noch weitere vorzubereiten oder selber eins zu machen. Am Wochenende hast du dann in Kiel wieder die Gelegenheit, eine Vorlage oder ein Tor vielleicht auch zu liefern. Doch bevor wir auf das Spiel gegen die KSV schauen, schauen wir jetzt erstmal in unsere Kategorie, unser HSV. Es geht Schlag auf Schlag für unsere Mannschaft. Nach dem 4:0-Sieg unter der Woche im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue richteten unsere Jungs bereits im Anschluss an die Partie die Augen auf die nächsten Aufgaben und konnten einige Dinge aus dem Heimsieg mitnehmen. Ja, einfach Euphorie. Also du bist halt so souverän aufgetreten, hast das ganze Spiel gemacht, hast Chancen gehabt, machst die Tore und dann musst du das mitnehmen. Ja, wir haben lange nicht gewonnen, das hat schon an uns genagt, kann man auch ehrlich so zugeben. Wir haben uns selber Druck gemacht heute, wir wollten unbedingt für die Fans auf jeden Fall gewinnen. Wir sind sehr froh und ich glaube, man hat auch gesehen, dass bei einigen ein bisschen was abgefallen ist. Das ist einfach so. Der Sieg ist sehr, sehr wichtig für uns, fürs Selbstvertrauen. Aber wir wissen auch, am Sonntag geht's wieder weiter. Und zwar gegen Holstein Kiel. Dafür kann Cheftrainer Tim Walter auf fast sein gesamtes Personal zurückgreifen. Lediglich Tim Leibold fehlt noch nach seinem Kreuzbandriss im Teamtraining. Für die Partie möchte unser Trainer da weitermachen, wo seine Jungs am Dienstag aufgehört haben. Bei uns geht es nur darum, einfach Spiele zu gewinnen. Und wir wollen mit der Aggressivität und mit der Giftigkeit, mit der Griffigkeit, die wir auch jetzt an den Tag gelegt haben, wollen wir an die Sache rangehen. Freudige Nachrichten gab es außerdem von Antti Suhonen. Der Finne verlängerte unter der Woche seinen Vertrag bis 2026 und ist damit bereits der 5. Spieler in den vergangenen Wochen, der sich langfristig zum HSV bekennt. Joscha, wir hatten es bereits angeschnitten. Du bist mit einem hartnäckigen Sehnenriss lange Zeit ausgefallen. Wie war diese Zeit für dich? Hast du da etwas Besonderes gelernt für dich selbst? Boah, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich, weil mit Verletzungen weiß ich, wie man damit umgeht. Und ja, ich kenne das ja auch schon, hatte schon ein paar Verletzungen hinter mir. Und ja, ich denke, damit bin ich ganz gut zurechtgekommen. Genau, diese Erfahrung, du hast es in der aktuellen Ausgabe der HSV Live auch schon angesprochen, die wir an dieser Stelle natürlich herzlich empfehlen können. Ist Geduld ein wichtiges Stichwort gewesen? Du hast es jetzt angeschnitten. Sind das dann diese Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, die du einfach mitnimmst, dass du weißt, okay, mit diesem Reha-Team um Sebastian Capell kann ich hier wieder zu dieser Leistung zurückkehren, die ich vor der Verletzung hatte? Ja, natürlich denke ich, dass man Geduld mitbringen sollte und muss. Es bringt ja nichts, wenn man, keine Ahnung, ein bisschen früher einsteigt und dann halt wieder verletzt ist. Und ja, ich denke, die Zeit sollte man sich nehmen. Und hier mit dem HSV, denke ich, kriegen wir das auch ganz gut hin bis jetzt, wie man es gesehen hat. Und ja.
Welche Schlüsse hast du denn daraus gezogen? Ist es schon etwas, wo du sagst, ich möchte etwas ändern, oder bist du da in der Beratung auch nochmal hier mit den Verantwortlichen, dass du sagst, okay, ich möchte irgendwas persönlich verändern, oder ist das einfach, weil es waren ja unterschiedliche Verletzungen bei dir, ist das einfach dann Pech in dem Moment und du möchtest einfach weiter hart arbeiten? Ja, natürlich gucke ich, was ich besser machen kann, wo ich das halt vermeiden kann, und ja. Aber manchmal, denke ich, kann man es auch nicht verhindern. Passiert halt leider, so wie es manchmal ist im Fußball. Aber ja, ich versuche schon, darauf zu achten. Dann kommen wir jetzt wieder zu deiner Performance auf dem Rasen. Ich finde, man sieht in den vergangenen Wochen oder Spielzeiten, du bist ja jetzt schon einige Jahre bei den Profis, dass ein Reifeprozess stattfindet, dass du auf viele Spielsituationen immer bessere Antworten oder die richtigen Antworten jetzt findest. Merkst du diesen Prozess selber auch, dass du ihn so bestreitest, dass du dich einfach wohler und sicherer fühlst? Ja, natürlich, denke, das braucht halt seine Zeit, den Prozess so mitzugehen, und ich denke jetzt auch mit dem System, was wir jetzt spielen, für mich persönlich auch vielleicht fußballerisch ein bisschen besser, entwickle ich mich ja auch natürlich vorwärts, und ja, ich denke, das spielt auch eine große Rolle. Du hast es gerade angeschnitten, wir spielen du konntest einen sehr, sehr offensiven Part jetzt spielen, wieder als Außenverteidiger, und deine Akzente setzen. Ist die Außenverteidigerposition, ob links oder rechts, dir lieber, oder würdest du dich sogar teilweise dann auch als Kandidat auf dem Flügel sehen, wenn du da gebraucht werden würdest? Ja, wenn Bedarf ist auf dem Flügel, kann man mich da auch hinpacken, also links, rechts ist egal für mich. Es gibt mehrere Optionen für mich. Wenn ich nach links, keine Ahnung, von links reinziehe, kann ich mit rechts schießen oder sowas. Flanken mit beiden Füßen ist ja auch kein Problem. Und ja, ich denke, das passt alles soweit. Sehr gut. Was auch gut gepasst hat, war zuletzt dein Auftritt oder deine Auftritte bei der U21 wieder. Du konntest endlich nach der Verletzungspause da wieder dabei sein. Sind diese U21-Länderspielreisen für dich etwas ganz Besonderes immer in dem normalen Saisonkalender? Ja, natürlich. Mal was anderes freue ich mich auch, mit meinen Jungs, sage ich mal, die man auch schon seit früher kennt, zusammenzuspielen. Und ja, es bringt Spaß. Freue mich immer, wenn ich da bin, und ja. Du bist amtierender U21-Europameister, gehörst da jetzt durch dein Alter auch zu den erfahreneren Profis. Fühlst du dich da, weil es ja eine Altersspanne ist, die ungefähr um dich herum ist, fühlst du dich da aber trotzdem als jemand, der den Jüngeren schon was mit auf den Weg geben kann? Ja, natürlich. Also Verantwortung musst du schon etwas übernehmen, sage ich mal so. Jetzt als ein bisschen älterer Spieler, aber ja, natürlich. In dem Rahmen natürlich wissen die anderen auch, was zu tun ist oder was nicht so gut ist. Aber wenn es der Fall ist, schnappe ich mir auch mal welche und rede mit denen. Sehr gut. Und dann wurdest du in Israel ja auch, oder bei dem 1-0-Erfolg in Israel ja auch zum Man of the Match gewählt. Ist das im Nachgang eine Sache, die dich besonders freut, dass das anerkannt wird von außen, oder bist du einfach immer mit deiner eigenen Performance zufrieden, beziehungsweise dann auch mal nicht zufrieden und hörst nicht darauf, was von außen kommt? Ja, natürlich bin ich eher so für mich. Freue mich natürlich, dass ich dann ein gutes Spiel abgeliefert habe. So ist es jetzt nicht, aber ja, sonst ist mir relativ egal. Also ob Man of the Match oder nicht. Ich weiß ja, wie ich gespielt habe, ob gut oder schlecht. Und ja, ich denke, das ist das Wichtigste für mich. Am Sonntag würdest du dich sicherlich auch nicht wehren gegen eine Man of the Match-Nominierung gegen Kiel. Bis dahin müssen wir natürlich erstmal 90 Minuten bestreiten. Was glaubst du denn, worauf es besonders ankommen wird gegen die Kieler? Ich bin ehrlich, ich habe mir Kiel jetzt die Saison nicht wirklich groß angeschaut. Ich denke, wir müssen bei uns bleiben, auf uns achten und unser Spiel durchziehen und ja, am Ende versuchen halt, das Spiel auch zu gewinnen in Kiel. Und ja, natürlich wird es nicht einfach, aber wir werden alles dafür geben, um das Spiel zu gewinnen. Für dich und für uns generell ist es ja auch ein Wiedersehen mit einigen alten Bekannten, Weggefährten hier vom HSV. Hast du noch Kontakt zu einigen? Seid ihr noch im Austausch oder freut ihr euch, wenn ihr euch wieder seht, dann auf dem Platz? Ja, im Austausch jetzt nicht wirklich, hat sich die Jahre ein bisschen hingezogen. Ja, aber natürlich, denke ich, freut man sich, wenn man dann wieder auf dem Platz ist und sich sieht. Und da kann man auch mal ein bisschen sprechen wieder. Alles klar, dann danken wir dir an dieser Stelle erstmal. Und vor dem Wiedersehen in Kiel schauen wir jetzt erstmal in unserem Gegnercheck auf die KSV Holstein. Am Sonntagmittag geht es für unseren HSV nach Kiel, wo die Rothosen endlich den ersten Zweitligasieg der Geschichte gegen Holstein Kiel einfahren wollen.
In 7 Aufeinandertreffen in der zweiten Bundesliga gegen die Störche konnte der HSV noch keinen Sieg holen. Auch das Hinspiel zwischen den beiden Nordclubs endete 1:1 unentschieden. Die Kieler stehen aktuell auf Tabellenplatz 12. Mit 6 Punkten Abstand auf den Relegationsplatz müssen sie sich aktuell wenig Sorgen um einen möglichen Abstieg machen. Dennoch spricht die Statistik zuletzt gegen das Team von Marcel Rapp. Außer dem 1:0 Sieg gegen den FC Ingolstadt am 27. Spieltag verloren die Störche 5 der letzten 6 Partien. Mit 48 Gegentoren nach 28 Spielen stellen die Kieler zudem die drittschwächste Defensive der Liga. Besonders stark zeigt sich die Mannschaft von Marcel Rapp aber nach Rückständen. Bereits 12 Punkte konnte Kiel noch nach einem Rückstand holen. Auf unseren HSV wartet am Sonntag also eine spannende Partie, nach der die Rothosen im besten Fall den ersten Ligadreier gegen Holstein Kiel mit nach Hamburg nehmen können. So, und dann kommen wir natürlich zu unserer Crunch-Time. Josh, du hast in der Hinrunde 5 richtige Antworten geliefert, was damit im Mittelfeld. Aktuell liegen mit 9 richtigen Antworten ein paar deiner Teammitglieder vorne. Was ist dein Ziel für heute? Wieder die 5. Denke ich, ist eine gute Orientierung. Okay, dann orientieren wir uns daran. Vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Und für euch einmal noch kurz die Regeln. Josh wird 60 Sekunden lang den Ball hochhalten und versuchen, möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Falls er eine Antwort nicht auf Anhieb weiß, kann er gerne weitersagen, um Zeit zu sparen. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir los in wenigen Momenten. Bist du bereit, Josh? Ich bin bereit. Alles klar, dann würde ich sagen, Start in 3, 2, 1. Für wen wurdest du bei deinem Bundesliga-Debüt eingewechselt? Zweiter. Wallacy. Wer ist Rekordtorjäger der Côte d'Ivoire? Didier Drogba. Korrekt. Für welche U-Nationalmannschaft hast du bisher die meisten Spiele bestritten? U21. Korrekt. In welcher Liga spielt der SC Poppenbüttel? Weiter. Bezirksliga. Gegen wen hast du dein Zweitliga-Debüt gefeiert? Sandhausen. Korrekt. Welche Trikotnummer hattest du vor der 27? 48. 47. Wer ist der älteste Spieler in unserem Kader? Weiter. Tom Mickel. Wie viele ehemalige HSVer spielen bei Kiel? 2. 4. Wer aus unserem Kader stand im vergangenen Jahr bei Holstein Kiel im Pokal-Halbfinale? Weiter. Jonas Meffert. Wie viele U21-Nationalspieler haben wir aktuell? 5. Korrekt. Gegen wen hast du zuletzt in der zweiten Bundesliga getroffen? Es wäre Osnabrück gewesen. Wir haben 4 richtige Antworten, wie mir angezeigt wird. Josh, es hat nicht ganz geknappt, aber dann hast du in der nächsten Saison wieder die Möglichkeit. Vielen Dank erstmal, dass du heute dabei warst und dich den Fragen gestellt hast. Euch viel Erfolg für das Spiel am Sonntag in Kiel. Wir danken euch fürs Zusehen, wünschen ein schönes Wochenende, sagen ciao, tschüss und nur der HSV.